Das ist das Problem, wenn man auf... So. Okay. Wir müssen jetzt erstmal das ganze Energienetz lahmlegen. Nein, wir... Doch. Wir müssen hier... So. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier das Energienetz... Output von Transferrouten bei Null. Gegenmaßnahmen empfohlen. Die Welt ist klein, was? Ja, die Welt ist sehr klein. Und die Welt hat vor allem ein riesiges Energieproblem, woher das auch immer plötzlich kommt. Wir können den Strom einkaufen oder selber produzieren. Da müssen wir jetzt einfach schauen, wie sich die Gelegenheiten geben. Wir müssen wahrscheinlich eine Mischung aus beiden machen, weil... Ich sag mal so, den Strom selber so zu produzieren... Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. ...werden wir nicht schaffen. Also. Okay. Wir müssen... ein paar Geothermalkraftwerke... Nee, diese Wasserkraftwerke, ja, die hier. Gezeitenkraftwerke. Warnung. Energieknappheit. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Okay, schnell die Energie einkaufen. Ich glaube, wir kriegen sonst ein richtig großes Problem von vom Weltmarkt Energie. Bestätigen. Verbindung wird hergestellt. Energie. Output von Transferroute. Bestätigen. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. 2000 können wir noch kompensieren. Verbindung verbunden. 2000 können wir noch irgendwie kompensieren. Wenn es auch schon da ziemlich kreativ wird. Aber das kriegen wir noch zusammen. So, da brauchen wir ein Logistikzentrum. Dann brauchen wir hier ganz, ganz viele von den Teilen. So, und hier das gleiche in grün. An die Straße anbinden. So. Erstmal die Wirtschaft wiederherstellen. So, wie viel Energie haben wir jetzt hier? 1000. Das heißt, die Energie, die wir hier im Überschuss haben, wir haben jetzt hier 32, glaube ich. Diese Route können wir wieder löschen, ja. Das passt dann. Ich weiß, warum der Energiemarkt eingebrochen ist. Es war unser Problem, weil wir doch diese ganzen Fusionsdinger darüber schieben. Aber ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile so weit ausgebaut, dass wir die da gar nicht mehr brauchen. Haben das aber vergessen. Deswegen werde ich jetzt hier mal... Wir haben hier viel zu viele im Überschuss. Sortiere Daten. So, und das ist nämlich unser grundsätzliches Problem. Und -7 Wasser. Gott. Jetzt erstmal alle Mangelerscheinungen beseitigen. An jeder Insel. Das ist der Nachteil an einem schnellen Ausbau. Man kommt halt auch schnell in Pretolie. Ja. Oder so ähnlich. Du bist schon voll ausgebaut, das heißt, wir können daneben beruhigt eine Reisplantage bauen. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Zum Beispiel Nahrung. Das brauchst du mir nicht mehr sagen. Ich bin gerade am Schauen. So, Vitamin Drinks, das geht noch. Obst haben wir ausreichend. Okay, das heißt, wir haben hier auf jeden Fall uns um alles gekümmert. Und dann müssen wir die Neuroimplantate, die wir da drüben noch haben, müssen wir hier auch rüberschieben. Verarbeite Informationen. Ähm.
Ich glaube, ich lösche. Nein, ich. Kriege ich auch eins hin? Objektprofil wird aktualisiert. So. Meine Leute können jeden Credit und jede Kiste mit Waren gebrauchen. Du, ich kann auch viel gebrauchen, wenn der Tag lang ist. Wenn Sie etwas entbehren können. Ich kann gerade nicht viel entbehren. Wir haben nämlich gerade ein Energieproblem des zentralen Energienetzes gehabt. Das war nicht so cool. Aber... Die Situation benötigt Aufmerksamkeit. Das ist perfekt. Okay. Ha! Mission geschafft. Anforderung. Hast du Neuigkeiten zum Auftrag für mich? Nein. Okay, wir haben hier die Riesenproduktion. Uns fehlen Helium 3. Shit. Da habe ich ewig nicht mehr drauf geschaut. Das ist ein Bergbauplatz. Das haben wir, glaube ich. Was ist hier? Hier ist Kerneis. Solaranlage. Nochmal so. Nee, das ist Kippsammler. Haben wir denn Helium 3 produziert? Das muss irgendwo da drüben gewesen sein. Ich glaube, das ist die sogar. Nee. Da kann man noch ausbauen. Okay. Ja, sind wir schon voll ausgebaut? Verdammt. Okay. Ah, meine Straße bitte komplett über den Mond bauen. Bis hier. Dann feststellen, dass das von der Transferroute überhaupt nicht gehen kann. Und okay. Damit produzieren wir ja auch ordentlich von dem Zeug. Das ist ehrlich gesagt überhaupt nicht aufgegangen. So, bitte. Gut, dass Sie kommen. Damit werden wir einfach nicht fertig. Das ist gut. Es gibt immer Hoffnung. Das haben Sie uns gezeigt. Ihr könnt auch noch mehr Aufträge, die mit meinem Zeug zu tun haben, geben. So. Na, ich muss hier ein bisschen ausbauen. Das heißt, wenn wir hier 10.000 haben, dann gehen wir jetzt langsam... in die Steigerung. Nein, nein und hier. 9, 8, 7, 6. Ja, also das sollte man es vorbehalten. Verarbeite Informationen. Hey, mein Freund. Viele Leute haben... Hey, Kollege. Nein, ich habe keine Adresse. So, also. Wir haben jetzt festgestellt, wir müssen aufpassen auf die Energie, denn sonst sind wir, ja, ziemlich blöd dran. Das ist natürlich nicht das Ziel unserer Geschichte, aber zentrale Energienetze, Zentralisierung hat natürlich diesen Nachteil. Dann schauen wir mal, dass wir hier langsam aber sicher abbauen. Also eigentlich finde ich die hier viel schlimmer. Kosten natürlich alle. Sehr klar, wenn man aber dann Wert auf Effizienz legt, dann muss man natürlich auch schauen, dass man genug von dem Zeug produziert. Der Energiebedarf ist hier kaum deckbar. Habe ich den Eindruck. Also ich habe echt den Eindruck, wir haben hier einen Kostenfaktor 200 oder was auch immer. Wir müssen jetzt natürlich aufpassen, dass wenn wir diese Millionengrenze erreichen wollen, dass wir da nicht zu schnell ausbauen, weil wir sind hier gerade bei 722.000. Das ist nicht so viel. Ist wirklich nicht so viel. Unsere Einnahmen sind auch gerade nicht so brillant hoch. Aber natürlich müssen wir auch schauen, dass wir zügig ausbauen können. Denn mit einem höheren Level bekommen wir automatisch höhere Steuereinnahmen. Das ist natürlich auch ganz wichtig zu beachten. Wie schaut's aus? Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja, dadurch steigen jetzt die Steuereinnahmen immens, wie wir sehen können.
So, noch ein bisschen warten. Denn ich habe schon so einen groben Plan, wie ich das machen möchte mit dem Upgraden. Da müssen wir aber noch ein bisschen warten, bis die dann natürlich fertig gebaut haben. Ich möchte die Besten der Besten natürlich direkt in der Innenstadt haben. Was für eine Stadt. Da sieht man schon, wir kriegen durch die wesentlich höhere Einnahmen. Und wir müssen jetzt halt schauen, dass wir natürlich entsprechende Bedürfnisse wieder decken. Wie zum Beispiel, was nie ausgeht, also was immer ausgeht, sind Neuroimplantate. Und da, glaube ich, kann man nicht genug haben. So. Na, warten wir jetzt einfach mal. So, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Der kommt jetzt nicht mehr, oder? Wir sind uns noch nicht vorgestellt worden. Ich bin sicher, dass es wichtig ist. Ja, also wir verdienen hier erstmal ganz, ganz viel an Steuern. Wichtig sind jetzt Replikatoren, Quantencomputer, Schwerkraftkompensatoren. Wir brauchen Quantencomputer von der Arktis, Schwerkraftkompensatoren vom... Ach, ihr wisst es schon. Unternehmenslabel angepasst, um Wirtschaftskraft wiederzuspiegeln. So. Mond. Wir brauchen die Schwerkraftkompensatoren von hier nach dort. Ja, passt. Wir brauchen Quantencomputer. Das sind diese netten Teile. Von hier nach dort. Und ja, brauchen aber mehr. Viel mehr. Output von Transferrouten bei null. Na, null ist ja. Null ist ja relativ. Also muss. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Wenn ihr mal kurz warten würdet. Okay, wir haben ein kleines Problem mit dem Strom wieder mal. Das heißt, wir brauchen hier ein wenig mehr Strom. Verarbeite Informationen. Da wollte ich eigentlich gar nichts groß aufziehen. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Aber mache ich jetzt trotzdem. Und man sieht, man kommt sehr schnell. Hier möchte ich aber, dass es schöner aussieht, doch noch. Man kommt hier, wie gesagt, sehr schnell voran. So, das heißt, noch mehr Strom beziehen. Was ist okay, so viel? Objektprofil wird aktualisiert. Reis brauchen wir. Neues Modul braucht man dafür. Okay, was haben wir noch? Wasser, Wasser und Verjüngungskuren. Warum wir da auch zwei gebaut haben. Das macht mal wenig Sinn. Aber okay. So, Wasser. Wasser haben wir, glaube ich, da auch schon zur vollsten Stufe ausgebaut. Das heißt, wir brauchen jetzt einen neuen Platz für Wasser. Am besten einen, der nicht im letzten Eck liegt. Der hier geht. So, Wasser haben wir. Luxuskost im Verscherbeln wie im Überschuss. Die Kleidung hier. Können wir noch verschieben?
Verarbeite Informationen. Warum haben wir eigentlich für Luxuskost keine Route? Wir stellen die ja nicht mal auf der Insel her, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir haben hier sehr wenig Produktion, weil wir gesagt haben, genau, wir schieben die rüber. Aber wir haben die nicht rübergeschoben.